Herzlich willkommen beim Elektroauto-Report. Heute geht es um das brandneue Elektro-SUV von Jaguar, den I-Pace. Wir wollen uns ansehen, ob das, was Jaguar verspricht hinsichtlich Reichweiten und Komfort, so zutrifft. Bevor wir das machen und die Daten ansehen, hier erstmal die Bilder, die Jaguar uns zeigen möchte vom neuen I-Pace. Soviel zu dem Video von Jaguar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich hat der Wagen, was das Optische angeht, auf den ersten Blick eigentlich positiv angesprochen. Schauen wir aber jetzt mal in die Fakten und Daten des Wagens. Es gibt zwei Infografiken von Jaguar. Fangen wir mal mit dem an, das sich nicht mit dem Akku, der Ladeleistung und der Reichweite beschäftigt. Dazu kommen wir gleich. Gucken wir erst einmal in das Innenleben des Wagens. Auch um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, in welcher Lage Liga der I-Pace spielt. Jaguar gibt hier, das sehen wir links in der Mitte, das Kofferraumvolumen mit 656 Litern an. Wenn wir das vergleichen mit dem Tesla Model X, das hat 745 Liter. Und wenn wir den Kona noch dazu nehmen von Hyundai, der hat 332 Liter. Macht schon mal klar, vom Kofferraumvolumen her, der I-Pace spielt in der Liga Tesla Model X und der Kona ist das deutlich kleinere Fahrzeug. Auch wenn wir uns Radstand und Längen ansehen, wird klar, dass wir den Kona in den Vergleich eigentlich fairerweise nicht reinziehen sollten, was Volumenausmaße des Fahrzeugs angeht. Der I-Pace von Jaguar hat eine Länge von 4,68 Metern. Dazu verglichen das Model X von Tesla 5,04 Meter und der Kona von Hyundai hat hier lediglich 4,2 Meter. Beim Radstand ergibt sich ein etwas anderes Bild. Hier hat der I-Pace die Nase vorn. Der Radstand wird hier mit 2,99 Metern angegeben. Bei Tesla ist es ein bisschen weniger, 2,96. Und der Kona ist hier wieder deutlich kompakter mit 2,6 Metern Radstand. Die weitere Ausstattung, die man hier am Datenblatt entnehmen kann, würde ich sagen, ist eigentlich Standard. 3 12-Volt-Anschlüsse hat das Fahrzeug verteilt und 6 USB-Ports. Interessant, unten links die digitale Geräuschkulisse, ein Soundtrack, der auf das natürliche Geräusch der Elektromotoren abgestimmt ist. Ehrlich gesagt kann ich mir darunter, ohne drin gesessen und gefahren zu sein, nichts vorstellen. Ich nehme an, hier haben Sounddesigner sich Gedanken gemacht, wie ein Jaguar, der elektrisch betrieben wird, sich innen anhören sollte. Außer Windgeräuschen ist ja nicht wirklich viel und Rollgeräuschen ist ja nicht wirklich viel zu hören bei Elektroautos. Also was halten wir fest von diesen Daten? Der I-Pace spielt, was Ausmaße angeht, in
einer mit dem Model X vergleichbaren Liga. Der Kona ist eindeutig ein Midsize-SUV, ein Kompakt-SUV. Viel wichtiger beim Elektroauto ist aber natürlich das Thema Akku, Ladeleistung und Reichweite. Auch hier gibt es ein Infoblatt von Jaguar, gucken wir mal drauf. Wir sehen, der I-Pace hat einen 90 Kilowattstunden Akku. Das ist hier eine Bruttoangabe. Das nutzbare Volumen, die nutzbare Kapazität des Akkus ist 84 Kilowattstunden. Das vergleicht sich beim Model X 100 zu 98,4 Kilowattstunden und der Vollständigkeit halber beim Kona vergleicht es sich zu 64 Kilowattstunden. Mit diesen 84 Kilowattstunden Netto-Kapazität kommt man laut Jaguar, das sehen wir hier unten auf dem Blatt, 480 Kilometer weit. Das ist eine Reichweite nach dem WLTP-Testzyklus. Diesen Wert wird man in der Praxis nach meiner Einschätzung nicht erreichen. Nach dem, was bisher bekannt ist, beim Gewicht, beim CW-Wert, der übrigens leicht über dem Model X ist, bei der Stirnfläche des I-Pace, rechne ich aktuell mit einer realistischen Reichweite von um die 300 bis 320, 330 Kilometern mit einer Akkuladung. Das vergleicht sich zu einer relativ identischen Reichweite beim Praxisreichweite beim Model X. Auch da sind es so 320, 330 Kilometer Reichweite. Interessant, die Praxisreichweite von Kona, der einen deutlich kleineren Akku hat, ist nicht viel geringer. Der Kona wird mit seinem 64 Kilowattstunden Akku auch um die 300 Kilometer Praxisreichweite schaffen. Aufgrund seines geringeren Gewichts vor allem ist das möglich und eben der deutlich effizienteren, des effizienteren Verbrauchs. Also halten wir fest, 84 Kilowattstunden Netto-Kapazität, die zu einer Praxisreichweite von um die 300 bis 320 Kilometern führen werden. Identische Praxisreichweite beim Model X und eine etwas geringere, um die 300 Kilometer Praxisreichweite beim Kona. Blicken wir auf das Thema Ladeleistung unten in der Mitte rechts von Datenblatt. Der I-Pace ist mit einem 100 Kilowatt Gleichstromlader ausgestattet. Er kann mit 100 bis zu 100 Kilowatt über CCS2, dem europäischen Gleichstrom-Schnellladestandard, geladen werden. Das führt zu einer sehr hohen Ladeleistung und dazu, dass man in 40 Minuten den Akku von 0 auf 80% laden kann. Problem: Es gibt fast keine Ladesäulen in Deutschland mit dieser hohen Ladeleistung. Die meisten Ladesäulen an Autobahnen bei Tank und Rast oder an Autohöfen von Allego verbaut, haben eine Kapazität von 50 Kilowatt Gleichstrom. Das heißt, in der Praxis werden Käuferinnen und Käufer vom I-Pace in der ersten Zeit, ich schätze, das wird noch ein bis zwei Jahre dauern, nur mit der halben Ladeleistung laden können. Das heißt dann konkret, man braucht von 0 bis 80% nicht mehr 40 Minuten, sondern um die 1,5 Stunden wird man benötigen. Jetzt zeigt sich deutlich ein Vorteil des Model X von Tesla. Tesla hat sein eigenes Supercharger-Netzwerk und lädt dort Gleichstrom via Typ-2-Stecker mit bis zu 120 Kilowatt Leistung. Das Model X wird in den nächsten 12 bis 24 Monaten noch mindestens die Nase vorn haben, was Ladeleistung auf Fernstrecken angeht. Das ist etwas, was Käufer vom Jaguar I-Pace unbedingt bedenken müssen. Was die Reichweite angeht, ist das Fahrzeug absolut langstreckentauglich mit den 330 Kilometern. Was die Ladezeit in der Praxis angeht, so sind aktuell bis zu 50 Kilowatt erreichbar, die 100 Kilowatt nur in Ausnahmefällen. Das wird noch auf jeden Fall ein bis zwei Jahre dauern. Da hat, was durchschnittliche Reisegeschwindigkeit angeht, inklusive Ladezeit, Tesla deutlich die Nase vorn.
Was im Datenblatt, ich vermute aus gutem Grund, verschwiegen wird, ist die miserable Wechselstromladeleistung. Der iPace von Jaguar lädt mit nur einer Phase und kann somit nur maximal 7,2 Kilowatt Ladeleistung vertragen. Das führt dazu, dass bei Destination-Chargern, so wie sie überall in den Städten von Stadtwerken verbaut werden oder in Parkhäusern von Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfen, die Ladung von 0 auf 80% 10 Stunden benötigt beim iPace. Ein einphasiger Wechselstromlader ist nach meiner Einschätzung aktuell überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Vergleichen wir es mit Tesla. Tesla verbaut einen 16,5 Kilowatt Lader. Das ist immerhin mehr als doppelt so stark wie Jaguar und damit ist der Akku auch eben in der halben Zeit geladen wie beim iPace. Und das Maximum bei diesen Wechselstromladern wären 22 Kilowatt. Darauf sind auch die meisten dieser Destination Charger Ladesäulen ausgelegt. Für mich absolut unverständlich, wie ein Fahrzeug in der Premium-Klasse Jaguar heute im Jahr 2018 mit einem einphasigen Wechselstromlader mit 7,2 Kilowatt Ladeleistung angeboten werden kann. Auch hier hat Tesla die Nase vorn. 1000 Euro und den bringe ich auch noch mal rein, den Hyundai Kona, der um die 41.000 Euro kosten wird. Bei Tesla, das Argument könnte jetzt vielleicht kommen, ist, sofern man über einen besonderen Werbelink, ich baue ihn hier auch in die Beschreibung des Videos ein, bestellt, das Laden lebenslang gratis am Supercharger. Das Ganze ist natürlich Geld wert und ich habe einmal ganz grob die Gegenrechnung gestellt. Ab wann würde sich der Model X im Vergleich zum iPace rechnen? Und das dürfte um die 320 bis 350.000 Kilometer Fahrleistung dauern. Ab dem Moment dann ist der Model X100D günstiger. Dann durch die Einsparung der Ladekosten unterstellt, man würde alle 350.000 Kilometer wirklich kostenfrei bei Tesla Superchargern laden. Mein Fazit: Das Auto besticht durch optisch klare Linien, es ist sehr sportiv, es hat ein aufgeräumtes Interieur. Mir gefällt das Lenkrad sehr gut, mir gefällt auch die Anordnung der Mittelkonsole ganz gut. Das Navi habe ich leider noch nicht sehen können, aber ansonsten hochwertig verarbeitet und dank des 100 Kilowatt Gleichstromladers auch zukunftsfähig für Schnellladesäulen. Diesen Vorteil kann der iPace aber aufgrund der fehlenden Ladestation mit 100 Kilowatt noch nicht ausspielen. Mein Tipp: Schaut euch den Kona Electric von Hyundai nochmal genau an. Für die nächsten 1 bis 2 Jahre dürfte das die bessere Wahl im elektrischen SUV-Markt sein. Der Preis ist deutlich geringer, die Reichweite quasi identisch und aufgrund der kleineren Akkugröße wird der Kona an 50 Kilowatt Säulen wesentlich schneller wieder weiterfahren können als der iPace. Ist der iPace ein Tesla-Killer? Nein, denn man merkt eindeutig, dass der iPace zu früh in den Markt kommt, weil die Ladeinfrastruktur noch nicht vorhanden ist. Tesla hat das geschickter angestellt. Tesla hat die Gleichstrom-Ladeinfrastruktur, die Supercharger, parallel zur Verfügbarkeit der Fahrzeuge aufgebaut. Große Akkus benötigen leistungsstarke Ladesäulen. Das wird beim iPace in den nächsten 1, 2, 3 Jahren sicherlich noch besser werden, je mehr solcher Säulen es gibt. Im Moment aber kann der iPace dem Tesla Model X, was Komfort beim Laden und beim Fahren angeht, nicht das Wasser reichen.